Guten Tag, mein Name ist Reinhard Knoth. Ich habe bei Palma Press verschiedene Bücher gemacht. Dieses hier ist jetzt die dritte Auflage des Buches Schmerz. Das ist eine zweisprachige Auflage. Wenn jemand also Verwandte hat, die das in Indien oder in Amerika lesen wollen. Und ich lese daraus jetzt, die Welt erwartet nichts mehr von den Büchern. Vielleicht muss der Versuch mit den Büchern als endgültig gescheitert betrachtet werden. Man erwartet nichts mehr von ihnen. Man reiht sie auf, eine Sammlung müder, gläserner Seelen. Vielleicht sind die Menschen, die sie geschrieben haben, erstarrt bei dem Versuch, sich oder jemand anderem etwas zu verstehen zu geben. Vielleicht haben sie sich nach und nach verraten beim Schreiben und diese Bücher sind nun die Spur des Verrats. Und es gibt nichts zu verstehen. Vielleicht sind sie aber auch nur die Spur eines zähen Ringens, der Abschlussbericht, die Prozessakten der Menschheit nach Jahrhunderten einer endlosen Tortur des Begreifens. Etwas sich Bewegendes fassen, während man sich selber bewegt über die Jahre und in diesem verschwimmenden Sprechen etwas schreiben, das nun so bleibt, oder gelesen werden soll in Bibliotheken oder vorgelesen vor einem Mikrofon, ist das nicht alles so sinnlos wie das Bild einer gekräuselten Welle auf einem bewegten Meer? Und dennoch gibt es Bilder von gekräuselten Wellen auf bewegten Meeren. Was erwarten wir von so einem Bild? Vielleicht mit einem Segelschiff darauf? Das Bild könnte im Haus meines Onkels hängen, eines alten Kapitäns in Lissabon, der zwischen verstaubten Fässern, Tauen, Blechkübeln und Bootslaternen in einem Haus wohnt, neben dem schon ein Internetcafé aufgemacht hat, durch das aber immer noch der Seewind vom Hafen her schleift. Das Bild hängt im Dämmerlicht einer Nische über einem Sofa, auf dem der Kapitän schläft. An den Fenstergittern ranken die Rosen. Das Bild ist in schlechtem Zustand. An einer Ecke löst es sich aus dem Rahmen, Firnisbräune zieht über die Segel. Was erwarten wir von solch einem Bild? Was erwarten wir von den Büchern in den Regalen? Vielleicht sind die zahllosen Bücher nur die zahllosen Versuche, die wenigen richtigen Sätze zu schreiben, die uns gefangen nahmen von Anfang an, sagt ihr. Die Bücher sind wie die Speicher des Himmels, die Pracht und die Herrlichkeit ihrer Rücken, die Unendlichkeit in den Regalen, den großen Sälen, in denen sie vor sich hin dunkeln zu Tausenden und Millionen. Das ist, sagt ihr, wie eine alte, wenig benutzte Leiter, für die Menschen gemacht und ihren Weg, eine Leiter, die die Menschen aber nicht benutzt haben. Ich bezweifle das. Alle Bücher sind die richtigen Bücher. Schon in ihrem Dastehen, in den Vitrinen, in den Gängen des Vatikan, in den Kellern der Universitäten, wie die Zeichen einer großen Macht stehen sie da. Die Macht liebt die Bücher, die Regale, die Speicher, die Bibliotheken. Es macht nichts, dass sie ungelesen sind. Ja, diese Bücher sind fast alle ungelesen. Dass die meisten Bücher ungelesen sind, dass die wenigen, die sie lesen, wie die Herbstkrähen auf einer riesigen Halde von Büchern sitzen, durch deren Seiten der Wind fährt, sie hin und her blättert, dass der Regen darauf fällt und der Schnee und dass es wieder Frühling darüber wird und Sommer, das ist für mich manchmal wie ein großes Versprechen. Es ist, als würden diese Bücher in ihrem Zerfall alle noch einmal auf eine ganz neue Weise gelesen. Was wäre das eine Buch ohne die unermessliche Halde aller Bücher? Was wären die Mächtigen der Welt ohne die ungelesenen Bücher? Und was wäre ein guter Satz ohne die Sehnsucht, die wie Schmerz aus der Nutzlosigkeit jener Halde von Büchern herausschlägt? Versteht man das? Da ich mir darüber nie sicher bin, sage ich so. Was wäre das Meer
ohne den dunklen Winkel im Haus meines Onkels, des Kapitäns, ohne das Ölbild, das sich aufrollte im Alter, in der Feuchtigkeit, in der unermesslichen Unordnung seiner dunklen Wohnung. Von den richtigen Sätzen, sagt man, geht eine immerwährende Bedrängnis aus. Sie pressen uns gegen die Wand, an der wir mit dem Rücken stehen, mit der verzweifelten Kraft von zu Ende gehenden. Oder sie ziehen uns fort ins Ungefähre. Aber ich weiß, vielleicht täuschen wir uns und es bedrängen uns die richtigen Sätze gar nicht. Vielleicht locken sie uns nur in die Erde hinunter. Wer das einmal begriffen hat, würde lieber in einem Buch vorkommen, als eines zu schreiben. In einem der letzten, versteht sich. Es gibt einen langen Weg, den in der Zeit dunkeln Rücken der Bücher, auf dem unsere Sehnsucht langsam zermahlen wird. Und es ist, als ob hinter den Rücken der Bücher längst zerbröckelt, was wir gemäß der Rückenschildchen aus ihrem Inhalt nehmen, von Draht zusammengehalten in einer großen Bibliothek, für deren Reparatur das Geld fehlt, stehen tausende von Bänden, aufgerollt die Leinwand, verwesend das Leder, die Bünde zernagt von Würmern, in Firnis glänzend, die Borde, die sich wie Wellen biegen. Der alte Kapitän schläft derweil unter dem Bild des Segelschiffs. Er schnarcht. Er hat von einer alten Operation ein Eisen im Fuß. Er hinkt und läuft nicht gern. Es ist ein süßlicher Geruch um ihn nach Wein und Schweiß und Alter. Vor den Fenstern im Aprilwind schwanken die Rosen. Nein, die Welt erwartet nichts mehr von den Büchern. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Das füllt mich aus. Ich schlinge beide Arme um mich, meine Schultern. Ich streiche mir sanft über den Bauch. Ich stehe am Rand. Ich bin eine Zaunreiterin. Meine Warzen sind schön. Ich kenne die Hände und ihre Linien und ich lege Tarot und die anderen Karten. Ich schaffe, was ich schaffe, trotz meiner Kinder. Ich bin ich, trotz meinem Hausgeist, dem anderen, bärtigen, kalten. Ich bin die geheime Priesterin. Ich kenne die Erde. Ich zeige ihm, was für ein Flatterding er ist, von meinem Blut. Ich trage ein Kleid. Ich nehme die Haare zurück. Ich nehme Tabletten. Ich lehne die Pille ab. Ich treffe mich mit meinesgleichen. Ich habe einen Beruf ersonnen. Ich beschäftige mich selbst. Ich male und gehe in einen Töpferkurs. Ich küsse die Mondin und drücke mit dem Fingernagel bestimmte Stellen meiner Fußsohlen. Ich reiße den Monatskalender säuberlich ab. Ich verbringe Zeit mit mir. Jedes Wort gilt. Ich weiß, dass ich Spott auf mich ziehe. Doch ist dies ein Stadium nur, eine Zeit, die die Ewigkeit nicht berührt. Wie soll ich sonst werden? Ich taste, wie andere auch, nach vorn und ist der Beginn eines Baus nicht immer auch dilettantisch? Wie soll ich ein schönes Gesicht voller Würde meinen Schwestern erweisen? Da ist der Schleier so nah und das Mieder. Da ist noch nichts, noch gar nichts geschafft und so viel vonnöten. Ein technisches Lied. Neulich, als ich aufwachte, hatte ich das Gefühl, völlig einsam zu sein. Es war mir, als hätte ich damit die eigentliche Wahrheit meines Lebens erreicht, seinen Zielzustand. Ich bin Physiker. Das All ist in meinem Kopf.
Da draußen ist nichts. Ihr seid da draußen. Ihr seht mich an. Ja, ja, das Leben auf einem Rollstuhl ist der beste Ausdruck unserer Zeit. Ich halte euch bei Laune. Ich bin ein großer, lachender Mund. Das letzte Mal, als ich gesprochen habe, als ich gespürt habe, dass ich gesprochen habe, da war mir noch keineswegs klar, dass man desto besser denkt, je weniger man isst. Mein Wissen geht nicht über das der Philosophen hinaus, aber ich spreche eine Sprache, die die heutige Menschheit versteht. Ich singe ein technisches Lied. Ich spreche mit schnarrender Stimme aus einem Kästchen. Ich bin ein Fall. Das interessiert die Leute. Mein Wissen ist nichts. Ich bin der Geringste unter den Geringen. Ich bin ein Genie. Für die Naiven sind wir Physiker die Weisen schlechthin. Wir erfinden die Zeit, sagt das Publikum. Wir würfeln mit Gott. Aber wir spielen nur mit den letzten Sätzen einer zu Ende gehenden Wissenschaft. Ja, sie geht zu Ende. Sie mündet in die Logik ihres Anfangs. Ihre physikalischen Sätze zum Beispiel spielen nur noch mit sich selbst. Gelegentlich sagen wir hätten ein neues Teilchen entdeckt. Was für eine entsetzliche Lüge. Wir haben es hergestellt. Mit riesigen Maschinen. Sehr wahrscheinlich jedenfalls. Aber lächeln wir, wo liegt da der Unterschied zwischen Herstellung und Entdeckung? Ich weiß das alles und habe es zugleich vergessen. Und ich sinke in mich ein auf meinem Rollstuhl mit meinem Kästchen. Meine Rippen bewegen sich kaum beim Atmen und ich fühle mich wie ein Falter, der eben eine Puppe verlassen hat und sich nicht entfalten kann. Ja, früher, da fühlte ich mich wie der schwächliche Thron kostbarster Gedanken, ein zerbrechliches Podest, auf dem das Wertvollste herumgereicht wurde auf den Partys der Welt. Dass die Zeit nur der Zerfall einer Ordnung ist, war mein größter Satz. Ich hatte ihn in die Sprache eines Kästchens übersetzt. Das verstanden die Leute. Jetzt bin ich ein Rest. Und ich bin auch wieder anderer Ansicht. Die Zeit ist eine Ordnung, denke ich jetzt. Und dass Ordnung und Zerfall eines sind. Ich bin ein großer Verführer. Gegen einen wie mich war Merlin nur ein verliebter Sänger. Hildegard kenne ich nicht. Nein, ich bin anders. Ich bin der Musterschüler der physikalischen Kosmologie und zugleich das Geheimnis der Demut. Ich bin die Monstranz für die Mittelständler der Bildung und die große Verkrüppelung, die Erkenntnis, die wirklich brennt. Ich bin über ein Gestell hingebreitet wie eine Kleiderpuppe. Ich bin das Gestell. Ich schlafe nie. Wenn ich zu Bett gehe, dann ist das kein Versinken, sondern die Beruhigung meiner Nerven in einen Dämmerzustand hinein. Es schreit, wenn mich einer vom Stuhl hebt. Ich höre es nicht. Ich sehe es nur in den Augen der anderen, dass ich jetzt etwas wie einen Kinderschrei ausgestoßen habe. Ich wache davon auf, dass mir jemand den Speichel fortwischt. Ich entdecke mich auf dem Thron. Neulich hatte ich beim Erwachen das seltene Gefühl, völlig einsam zu sein. Es war beglückend, als hätte ich kurz vorher die Lichtgerade der Zeit erblickt, einen niemals verlöschenden Blitz. Ich wollte meinen größten Satz widerrufen. Ich wusste, dass ich ihn niemals ganz in die Sprache meines Kästchens übersetzen würde können. Ich wand mich, ich grinste in einem fort. Ja, ich hatte die größtmögliche Erkenntnis. Die Zeit ist nur der Zerfall einer Ordnung, wiederholte ich. Und Zerfall und Ordnung sind eins. Aber ich wollte es jetzt anders verstanden haben, ganz anders, im Bild dieses niemals verlöschenden Blitzes. Ich habe Sehnsucht.
Ich habe Sehnsucht. Ich nehme mich auf den Arm und beruhige mich. Ich wiege mich in den Schlaf. Über meinem kleinen Haus ist es still. Ich höre nichts. Ich gehe auf und ab. Ich habe verloren. Das Leben ist über mir. Ich spüre die Wärme des Nachmittags. Ich hatte nur einen Sommer. Ich habe Sehnsucht. Mein Leben ist hinter mir. Ich bin nicht alt. Ich bin ein großer Schmerz. Ich war das Unvorhergesehene, das Unglaubliche, das Versäumnis. Jemand schüttete mir siedendes Öl über den Kopf. Die mich rettete, wurde wahnsinnig. Die davon hören, trinken Kaffee. Der über mich schreibt, legt den Stift weg. Ich war ein Opfer der Vernunft, der in Fleisch und Blut überständigen Organisation. Das Öl kam aus einem Flugzeug. Ich hörte es. Es war wie ein Schlag. Es klatschte. Die Erde über mir ist warm. Ich bin sicher. Sie werden mich nicht finden. Sie bauen ein Haus über mir. Sie bauen ein Rollfeld. Sie zertreten mich. Sie arbeiten unter flirrender Sonne. Zwischen mir und ihnen sind nur ein paar Handbreit Erde. Sie rasten. Sie rauchen. Sie trinken. Sie werfen die Büchsen fort. Sie lachen. Wie klein sie sind. Ein Windstoß könnte sie alle auf einmal wegwehen. Sie schreien, sie haben eine Schlange entdeckt, sie machen Jagd auf die Schlange, zerstückeln sie. Der sie trifft, schlägt zu und schlägt zu wie in Angst. Es ist, als wolle er mit dem zweiten Schlag den ersten auslöschen. Die Schlange ist ein schwarzer Rest in der Sonne. Jemand nimmt einen Stock und wirft sie ins Feuer. Das Feuer brennt auf meinen Schultern. Ja, ich liege mit dem Gesicht nach unten. Ich warte. Ich werde Erde. Ich rinne mir wie die Zeit durch die Hand. Ich habe verloren. Ich bin tugendlos. Ich hatte an nichts noch gerührt.